Aber jetzt, wo wir hier im Stau stehen, jetzt kann ich mal meinen LKW zeigen. Also, wir haben da vorne eine schöne ETS-Tasse. Oh, jetzt geht's weiter. Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu Part 2 des Eurotruck-Simulator-Transportes nach Calais und wieder zurück. Heute in Part 2 machen wir die Rückfahrt, aber wir machen keine ganz normale Rückfahrt, denn am Start haben wir natürlich wieder den lieben. Janis, hi. Manche sagen Hallo. Genau, und wir liefern heute etwas richtig Schweres, und zwar eine Lokomotive. Die sieht man ganz schlecht gerade, weil es noch so dunkel ist, aber es ist 4:33 Uhr, das heißt, es sollte während der Fahrt wieder hell werden. Ich gucke mal, ob ich, wenn ich Licht anmache, das Ganze vielleicht ein bisschen heller hinkriege. Man sieht es immer noch sehr schlecht. Mal gucken, wenn wir nachher unter Laternen stehen oder sowas, sieht man die Lok vielleicht ein bisschen besser, da kann ich euch die zeigen. Aber wir fahren heute den Rückweg von Calais nach Duisburg. Das Navi will mich natürlich wieder über die Autobahn leiten. Das lassen wir schön bleiben, liebes Navi. Wir haben letztes Mal hier bei dieser LKW-Abladestation aufgehört. Und zusammen mit Jannis bin ich gerade schon hier zum Hafen gefahren, um euch den einmal zu zeigen. Denn vom Hafen aus, hier im Hafen ist es relativ voll, denn viele Leute fahren hier rüber nach Dover. Das ist nämlich eine der wenigen Möglichkeiten, um nach Großbritannien hochzukommen. Und Ja, genau, den richtig. wollten wir euch einmal kurz zeigen. Und wir fahren dann nicht durch Calais durch, denn es sind wieder 3000 Leute online, sondern fahren hier direkt beim großen Kreisel auf die Autobahn drauf. Damit sollten wir uns ein bisschen Stau ersparen. Ich fahre wieder vorne weg, würde ich sagen, denn diesmal komme ich wahrscheinlich mit der Schwerlast nur auf 60 km/h hoch. Ich weiß gar nicht, wie schwer ist diese Lok? Du weißt das doch bestimmt. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube 60 oder so. 60 Tonnen, das ist ja, das ist ordentlich, das ist ordentlich. Es ist ein bisschen friemelig hier rauszurangieren. Ich schrotte erstmal meinen ganzen LKW, indem ich hier über so einen Poller drüber huppe. Oder? Ne, der LKW ist noch gut in Schuss. Es hat nur vibriert. Oh, jetzt sieht man, glaube ich, die Lok gerade ganz schön. Ja, jetzt sieht man die Lok ganz schön. Jetzt, wo hier Licht Ich bin ist, falsch gefahren. wir sehen. Ja, das ist die Lok. Ziemlich stylisch. Und die liefern wir heute nach Duisburg. Letzte Runde konnten wir leider nicht gucken, wer recht hatte, weil ich frontal weggerammt worden bin. Geil. Danke. Und weil wir doof sind und vergessen haben. Danke an den lieben Jungen nochmal dafür, der mich weggerammt hat. Deswegen würde ich sagen, machen wir die Wette heute einfach nochmal. Es sind wieder 3000 Leute online. Ich sage wieder, es sind 45 Minuten, und ich würde sagen, du sagst, ich weiß nicht, was sagst du? Ich sag wieder Gut. 40 Minuten. Hier hinten komme ich mit meiner Lok hochgefahren. Hallo. Dann überhole ich mal auf der Ding an der Mach Spur. ich. Ich ziehe einmal gleich links rüber. Das machst du dann am besten auch, denn wir müssen da hinten links abbiegen. Nee, du überholst mich am besten Ach ja, erstmal. stimmt, guter Plan. Weil da hinten wird es dann wieder eng und ein bisschen scheiße. Ich weiß. Oh, was macht der Hast du Alles von dem die klar. Nummer gesehen? 12:61. Der Junge kriegt auch einen Report, Alter. Ja. Kann der uns nicht einfach vernünftig überholen? Warum rammelt der mich voll weg? Jetzt muss ich mich nach Calais teleportieren, um mich reparieren zu lassen. Das gibt's doch nicht. Da komme ich doch wie. Dann fahren wir halt den richtigen Ausgang Komme ich raus. doch wieder Ewigkeiten nicht raus. Ja.
Wo bin ich jetzt hier hängen geblieben? Nein, sagt mir nicht, ich bin jetzt hier irgendwo hängen geblieben. Bin ich hier? Oh, hier ist so ein Kack-Mini-Poller. Oh nein, da vorne ist die Bahnschranke unten, da muss ich abbremsen und danach wieder neu beschleunigen. Das wird nervig, weil Beschleunigung ist bei mir so überhaupt nicht vorhanden mit 60 Tonnen hinten Auch drauf. das Bimmel ist wieder verbuggt. Hast du es Nee, hier gehört? hört sich das Bimmel ganz normal an. Ich habe mal gehupt, der vor mir hat jetzt auch endlich gecheckt, dass er losfahren soll. Fünfundfünfzig. Ey, aber diesmal war keine lange Schlange am Bahnübergang, obwohl es so voll ist.
So, jetzt wird hier schön rechts abgebogen. So, da ist einer. Der ist gerade auf der Hauptstraße, Da den ist aber lasse ich ein natürlich durch. Einfädelungsstreifen. Schließlich ist er von der Hauptstraße, natürlich wird er durchgelassen. Oh. Ah, was? Junge! Was zur Hölle? Geil. Nummer 2606. Geil. Kann ich noch fahren? Nee, ne? Okay, ich stehe jetzt am Ampelstau an. Du bist jetzt wahrscheinlich, ja, du bist ganz hinten. Genau. Aber jetzt, wo wir hier im Stau stehen, jetzt kann ich mal mein LKW zeigen. Also, wir haben da vorne eine schöne ETS-Tasse. Oh, jetzt geht's weiter. Es geht wieder so 3 Meter weiter. Nee, dann meine ich mit, ich bleibe jetzt hier stehen. Wir haben ein Sixpack Wasserflaschen, da drüben ein Laptop, da ein ETS-2-Kissen, hier eine schöne ETS-2-Tasse, ein Volvo-Schild und so ein Baumelwürfel und natürlich ein Navigationsgerät, damit ich mich zurechtfinde. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Oh, der hat angehalten. Das heißt, wir kriegen jetzt gleich wieder grün, genau. Jo. Das Auto fährt runter durch. Oh, Alter! Was macht er hier? Das weiß ich nicht. Die fahren durch den Gegenverkehr, aber was? Hier, was die da machen. Ich fahre jetzt hier mit 30 km/h den Berg hoch in der Hoffnung, dass meine 15-Liter-Tank dafür noch reichen. Was machst du Ich fahre hier? mit meinem Ach nee, das bist du gar nicht. letzten Liter in die Tanke rein. Nee, hier sieht einer aus genauso wie du. Ich dachte, das wärst du. Oh, ich fahre mit dir. Ich glaube, das wird was. Das wird verdammt close, aber es könnte was werden. Sicher? Es könnte tatsächlich was werden. Ja, wäre doch Ja, gut. es wird was. Ich habe noch 1 Liter im Tank. Und ich habe es zur Tanke geschafft. Sag mir nicht, ich habe es hingekriegt, mich hier nochmal festzuhängen. Nee, habe ich nicht. Das wäre jetzt auch richtig sad gewesen. Come on. Und abladen. Ja, geschafft nach. Wie lange sind wir gefahren? Eine Stunde, anderthalb Stunden? Ich gucke mal kurz. Nee. Na, eine Stunde Eine Stunde, zwanzig, zehn eine Stunde Minuten. 20 sind wir gefahren. Krass. Ja. Das Das war war, heftig. ja. Gut, dann fahren wir noch zur Garage. Da treffen wir uns nämlich. Das war's, wir haben es endlich hingekriegt, die Lok doch noch in Duisburg abzuladen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein kostenloses Abo freuen. Schaut doch mal bei Jannis vorbei. Link zu ihm unten in der Videobeschreibung. Habt ihr Bock auf noch eine Folge ETS 2? Oder wollt ihr lieber ein anderes Spiel sehen? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Wir sehen uns dann in ein paar Tagen zu. Ich weiß gar nicht, was dann kommen wird wieder. Bis dahin und tschüss.